In diesem Video zeigen wir, welche Stellungen ein Verb im Satz haben kann und welche Satztypen und Satzarten sich daraus ergeben. Anhand des Feldermodells haben wir gesehen, dass bestimmte Wörter und Wortgruppen nicht an jeder beliebigen Stelle im deutschen Satz stehen können. Dies gilt auch für Verben. Finite Verben können an erster, zweiter und letzter Stelle eines Satzes stehen. Daran können wir direkt erkennen, um was für einen Satz es sich handelt. Hauptsatz oder Nebensatz, Fragesatz, Aussagesatz und so weiter. Steht das Verb an erster Stelle im Satz, spricht man von einem Verb-Erstsatz. Dies sind meistens Imperative, Aufforderungssätze, so wie hier im Beispiel. Es können aber auch Entscheidungsfragen sein. Oder aber sogenannte uneingeleitete Verb-Erst-Nebensätze. Um diese zu erkennen, können wir einen Test durchführen und sie in einen Wenn-Satz umwandeln. Also, wenn du morgen Grammatik lernst, gibt es ein Eis. Steht das Verb an zweiter Stelle, spricht man von einem Verb-Zweitsatz. Dies sind alle Hauptsätze, also Aussagesätze. Außerdem betrifft das Ergänzungsfragesätze, also solche, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Die sogenannten uneingeleiteten Verb-Zweit-Nebensätze stehen häufig mit Verben des Sagens, des Denkens oder des Meinens. Steht das Verb an letzter Stelle, spricht man von einem Verb-Letztsatz. Dies kommt nur bei Nebensätzen vor.